Sepp Zauber ist da und wir gewinnen den Angriff ganz knapp hier in der Königspokal-Herausforderung. Krasse Sache. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the van. Yo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash Royale auf meinem Kanal. Heute im Video möchte ich mit euch auf die Königspokal-Herausforderung schauen, die ja hier schon seit etwas längerem jetzt verfügbar ist und auch bald schon wieder vorbei ist. Ja, und ich möchte heute mit euch die ein bisschen zocken. Ihr seht eine Teilnahme rast, das heißt, ich habe noch keine einzige von dieser Herausforderung, von diesem Sonderereignis gespielt. Das werde ich heute mit euch das allererste Mal machen. Und ja, zu diesem Sonderereignis kam ja auch ein Sonderangebot im Shop. Und zwar hier, beziehungsweise es kamen sogar drei Sonderangebote im Shop. Einmal für 99 Cent, einmal für 5 Euro und einmal für 10 Euro. Und ja, so ein Königspokal-Sonderangebot, davon habe ich mir überlegt, Leute, werden wir auch noch hier das 99 Cent-Angebot kaufen. Weil 99 Cent, eine Magietruhe so, lohnt sich halt irgendwie schon. Weil man muss halt 99 Cent bezahlen, kriegst Magietruhe und so, und das ist halt irgendwie schon, ja, lohnt sich halt, wie schon gesagt. Und wir kaufen jetzt halt ganz schnell hier, schnell über PayPal, zack. Kauf wird jetzt hier kurz bearbeitet und dann können wir jetzt noch ganz kurz eine Magietruhe öffnen und dann starte ich auch mit euch in die Königspokal-Herausforderung. So, Angebot wurde gekauft, Magietruhe geht auf. Vielleicht bekommen wir sogar eine Legendary, glaube ich aber eher weniger. Kobolde, Pfeile, Bogenschützen, Ritter. Oh, 10-mal der Eisgolem, es müssen epische kommen, viele, dann können wir eine Legendary ziehen, aber ich glaube eher nicht. Und wir schauen mal, nee, das war nämlich zu wenig selten und jetzt bekommen wir noch 4-mal den Poison Spell. Okay, der ist nicht mehr so nice, seit dem Update ist der relativ schlecht geworden. Ja, haben wir das eine Angebot hiervon gekauft, die restlichen werde ich auch auf keinen Fall kaufen, da ich die dann auch irgendwie ein bisschen zu überteuert finde. Und so viel Geld möchte ich für Clash Royale jetzt auch nicht ausgeben. So, eine Teilnahme gratis, wir kriegen ja hier ein Deck vorgeschlagen. Ja, hier, beginne jeden Kampf mit einem Deck, das wir für dich zusammengestellt haben. Ja, es enthält sogar Karten, die du vielleicht noch nicht gefunden hast. Ja, sind wir mal auf jeden Fall gespannt. Wir sehen hier... Oh, was gibt's denn hier? Hauptpreis? Ach so. Okay, okay. Interessant. Beitreten. Gratis. Und wir sind drin. Da sehen wir auch schon, endet in 23 Stunden. Aber da haben wir auf jeden Fall noch relativ Zeit. Relativ viel Zeit, meine ich, für. Und let's go. Wir starten mit dem ersten Kampf. Bin gespannt, was wir jetzt hier für ein Deck bekommen. Ich finde das echt richtig witzig. Hab das nun... Oh, da wurde gerade mein Deck angezeigt. Lol. Ich hab das noch nie gespielt, deswegen habe ich das aus Versehen gerade direkt weggedrückt. Da wurde, glaube ich, gerade kurz mein Deck angezeigt, aber da ich gerade in dem Moment auf den Bildschirm geklickt habe, war es direkt wieder weg. Okay, das hatte ich dann... Ja, wusste ich nicht, dass es dann halt am Anfang angezeigt wird, da ich es halt noch nie gespielt habe. Ach so, der geht in ein anderes Deck als wieder. War ich mir auch gar nicht so sicher, aber das ist ja eigentlich relativ logisch. Aber ich war mir halt, wie gesagt, nicht zu 100% sicher. Okay, er hat so einen Hexen-Golem und so. Okay, ist auf jeden Fall... Ey, ich finde das richtig interessant gerade. Du hast jetzt schon richtig Bock, diese Herausforderung. Es ist einfach so vollkommen was anderes und ich sehe gerade, dass dieser Golem dermaßen schlecht gesetzt war. Alles klar, der war wirklich richtig schlecht gesetzt. So, wir pushen jetzt hier Golem, Lakaienhorde. Ich glaube, der hat keine Pfeile im Deck. Sieht anscheinend so aus, Alter. Als ob dieses Deck, was er bekommen hat, keine Pfeile oder so drin hat. Das ist natürlich bitter. Wir haben wenigstens den Poison Spell und das Kampfholz. Ey, so eine Herausforderung, ich finde die richtig geil. Ich muss gerade ganz ehrlich schon sagen, ich feiere die schon ziemlich eigentlich. Die machen echt Bock, diese Herausforderungen. Die Truppen sind ja auch direkt gelevelt und so, also auf Turnierlevel. Das ist schon ziemlich geil, Leute. Ja, eigentlich ein bisschen schade, jetzt fällt mir gerade so auf, dass ich so spät mit dieser Königspokal-Herausforderung angefangen habe. Ich wollte halt im Video das erste Mal die mit euch spielen. Aber dadurch, ja, kann ich wahrscheinlich jetzt nur eine einzige spielen, weil die in 23 Stunden schon wieder vorbei ist. Ist ein bisschen Fail auch von mir jetzt. Aber ich dachte, ich wollte einfach mit dem Video mit euch spielen zuerst. Okay, sehr schön, das war sogar ein bisschen lucky. Da dachte ich, ist die Valkyrie. Macht die noch tot, aber hat funktioniert. Und der erste Tower von ihm geht, glaube ich, jetzt down. Ja, perfekt, Leute. Perfekt, es bockt richtig gerade. Muss ich einfach so sagen. Wir bekommen jetzt hier wahrscheinlich sogar direkt seinen Crown Tower. Sieht sogar so aus. Entweder er ist nicht ein so guter Spieler oder er hat einfach ein extrem schlechtes Deck. Ich würde aber fast sagen, dass er eher ein schlechtes Deck hat, weil ich habe es ja gerade gesehen. Das war nicht... Also ich sehe ja hier sein Deck gerade, das ist nicht so ganz so geil. Wir holen jetzt hier weg, gutes Spiel, direkt erster Sieg, 3 Kronen, das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Und ja, Leute, übrigens, wenn ihr das Video seht, ist diese Königspokal-Herausforderung vorbei schon. Ihr seht 23 Stunden, wir haben bei mir gerade erst Montag. Und das Video bekommt ihr Mittwoch zu sehen, das heißt, nicht wundern, nicht denken so, hey, der Heiko, warum kann die noch spielen? Bei mir ist die schon längst vorbei, bei mir ist die auch vorbei, wenn ihr das Video seht, nur halt jetzt noch nicht, weil ich das Video halt vorproduziere. So, nächster Angriff wird sofort gestartet.
Ah, da sieht man mein Deck. Spiegeltonegräber, Musketier. Okay, da sieht man das Ganze. Okay. Finde ich nice. Da kommt man das ganze Deckrand mal kurz sehen. Oh, das ist aber was. Megalakai, Spiegel. Okay, Ritter. Das ist nicht so ein geiles Deck. Das ist, glaube ich, nicht so ein ganz so geiles Deck. Bin ich gespannt, ob wir. Was haben wir denn noch? Ich habe es gerade nicht genau gesehen, was noch war. Haben wir irgendeine Truppe eigentlich zum Pushen? Alles klar. Ja, okay. Wir haben keine Truppe wirklich zum Pushen. Das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Ach, wir haben auch Titan Musketieren. Hat man doch das gleiche Deck? Nee, hat man ja gar nicht. Man hat ja nicht das gleiche Deck. Das war da, dachte ich gerade irgendwie kurz. Oder dachte ich auch am Anfang erst irgendwie. Dass man das gleiche, dass jeder das, beide das gleiche Deck haben. Bin gerade ein bisschen verwirrt, aber. Doch, haben. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, ist egal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Aber der hat genau das gleiche Deck wie ich, glaube ich, gerade. Also hat man doch das gleiche. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Tut mir leid. Ich weiß echt nicht, ob man das gleiche Deck hat bei so einer Herausforderung oder nicht. Aber gerade war es ja nicht so. Da hatte die Hexe und so, die hatten wir nämlich nicht. Also irgendwie ist es wahrscheinlich Zufall, dass wir gerade genau das gleiche haben oder fast das gleiche. Ich weiß es nicht. Ich habe halt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber ich habe halt kein einziges YouTube-Video vor diesem Video hier geguckt. Über die Königsherausforderung, um wirklich mich gar nicht spoilern zu lassen. Ich habe nur gelesen, was da steht. Also nicht spoilern zu lassen, da gibt es ja nicht viel zu. Nicht, also die spoilern zu lassen gibt es ja gar nicht so viel wirklich. Aber ich wollte halt wirklich so richtig so verpeilt, wie es eigentlich jetzt gerade ist, so in das Video gehen. Okay, jetzt müssen wir hier knallen und dann die. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Er wird damit jetzt meinen Tower wegholen, ja? Er wird damit jetzt meinen Tower wegholen. Ey, dieses drei Musketieren-Deck, das ist halt. Das ist halt schon eine starke Nummer. Wir müssen uns jetzt hier von den drei Sternen mal schützen. Oh Gott, das sieht nach einer Niederlage aus. Ich spiele aber auch gerade echt nicht besonders gut. Also, wenn wir verlieren. Liegt es doch eher an mir, muss man einfach so sagen, aber wir können eigentlich auf die drei Kronen gehen. Warum nicht, Leute? Wir gehen einfach auf die drei Kronen. Boah, es gibt einen Spiegel im Deck, das ist ja eigentlich auch saustark, wenn wir einfach spiegeln können. Aber auch ein Zuschauer, entweder ist jetzt ein Fan von mir halt, der mir über Facebook mit mir befreundet ist, oder ist einfach ein Typ, der von ihm halt ein Zuschauer, hat von ihm halt ein Facebook-Freund oder so. Oh, nice. Wir haben gut Schaden gemacht. Jetzt müssen wir nur seinen Push verteidigen, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Also dann aus deinem Megalakai, den können wir eigentlich ganz gut aufhalten. Jetzt müssen wir kurz den Ritter spiegeln. Oh. Haben wir verteidigt. Sehr, sehr nice. Und damit sollten wir den nächsten Sieg haben. Er ist jetzt hier nochmal ordentlich am Schwitzen, muss man wirklich so sagen. Aber der Tunnelgräber reicht noch nicht. Ich habe Angst. Ich wusste es so hart, dass er es macht. Nein. Nein. Oh, das kann nicht sein. Und er ist so unverschämt, ey. Dieser Gegner lacht direkt wieder aus. Aber was soll's. Mit dem. Ich hab's nicht gerafft. Bin einfach nicht mit klargekommen. Ja, scheint mir gerade irgendjemand, glaube ich, meinen Freund jetzt zugeschaut zu haben. Ich weiß es gerade nicht. Nein, Leute. Aber gut. Ja, was soll's. Habe ich mein Deck direkt wieder weggeklickt, ich Idiot. Okay, bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, das war jetzt nicht so geplant. Ich dachte, wir können auf die drei Sterne gehen, auf die drei Kronen. Hat nicht funktioniert, das ist die erste Niederlage war schon so ein bisschen peinlich. Okay, man hat doch nicht das gleiche Deck. Okay, dann nehme ich alles zurück, dann habe ich mich da wirklich vertan. Ich dachte, das kam beim letzten Gegner immer so vor, als ob man genau das gleiche Deck jeder hat. Aber ist nicht so, denn wir sehen, wir haben hier ein vollkommen verschiedenes. Alles klar, das finde ich schon fast zu OP. Er hat einfach ein Hogwider-Deck, das... Mein Hogwider-Deck ist einfach generell so OP und der... Okay, das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich schwierig, denn wir haben so ein Luftdeck. Das könnte echt... Das könnte interessant werden. Leute. Müssen wir mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall... Ich denke, wenn diese Herausforderung jetzt gleich schon vorbei sein wird, wenn es dazu kommt, dass ich die gleich direkt verkacke, werde ich auf jeden Fall noch privat eine Herausforderung spielen und dann im nächsten Video bekannt geben, wie weit ich gekommen bin. Denn ich muss natürlich auch sagen, es ist zwar eher ziemlich... Es ist kein richtiger... Also... Ich will noch sagen, dass wenn ich hier Clash Royale natürlich aufnehme, kann ich mich natürlich weniger konzentrieren, als wenn ich das nachkommentiere. Ja, mit ihr Bescheid. Es ist natürlich jetzt nicht ein großer Konzentrationsunterschied wie bei Pixel Gun, aber es ist schon so ein kleiner Konzentrationsunterschied, wenn ich das hier live aufnehme. Deswegen denke ich mal, wenn ich das nachkommentiere, jetzt verplapper ich mich gerade die ganze Zeit. Ich meine, wenn ich das gleich mal privat eine Herausforderung zocke, werde ich auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen oder deutlich mehr reißen als jetzt. Na gut, eher ein bisschen mehr, weil es ist jetzt kein riesiger Unterschied, wenn ich privat zocke, aber schon so ein bisschen. Ja. Aber gut, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall uns ein bisschen durchschwitzen und hier mal zappen.
um seinen Hogwilder loszuwerden, aber es geht nicht. Die Bogenschützen machen einfach zu wenig Schaden. Das Problem ist, er hat seine Kanone. Das ist halt sau OP. Also jetzt, Hogwilder-Kanone, das ist schon ein starkes Deck. Muss man einfach sagen, deswegen sieht das hier gar nicht gut für uns aus. Er hat halt, also ich finde so, bei diesem Deck-Herausforderung hier, was wir gerade machen, eine Kanone ist halt, oder ein generellen Verteidigungsgebäude im Deck zu haben, ist bei Weitem nicht verkehrt. Da kannst du halt ziemlich gut mit verteidigen, weil das heißt, das haben halt, ja, das habe ich halt jetzt, das Verteidigungsgebäude, mir fehlt halt sogar ein Verteidigungsgebäude, genau. So eine Kanone, ein X-Bogen oder, ne, nicht X-Bogen, ich meine, ein Infernoturm, das fehlt mir halt wirklich. Wir müssen jetzt hier nochmal, oh, okay, das war richtig knapp. Das fehlt halt wirklich in den Decken, das hat er und das hilft ihm, glaube ich, extrem, diese Kanone. Er hat auch noch einen Freeze-Zauber, da verteidige ich jetzt schon eher weniger. Okay, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Jetzt sollte er einen Fehler gemacht haben. Jetzt können wir nämlich hier Wutzauber draufhauen, zappen. Aber er hat auch den Eismagier. Das Deck, was er hat, ist extrem stark. Muss man so sagen. Ah, wir machen aber... Doch. Jetzt läuft es sogar gerade. Und ich werde jetzt wieder, wie im letzten Angriff, haben wir es leider verbockt. Aber vielleicht schaffen wir es hier, auf die drei Kronen wirklich gehen. Weil es sieht nicht so schlecht aus. Wir haben gerade echt einen starken Push gehabt. Er hat seine Kanone leider... Oder nicht leider, sondern gut für uns. Hat er leider vollkommen schlecht gesetzt und dadurch konnten wir schon ein bisschen was reißen, muss man so sagen. So, wir werden jetzt, ich glaube, er hatte kein Direct Damage Spell oder so. Das ist halt wiederum gut für uns. Und wir haben halt einen Wutzauber, das ist auch ziemlich stark. Komm, ein Hit, hat er. Sehr schön. 100 Leben noch. Haben wir einen Direct Damage Spell? Nein, haben wir nicht, oder? Nee, haben wir nicht. Er war eher ein Direct Damage, ja gut, das bringt. Ah doch, wir haben den Zap-Zauber als Direct Damage Spell. Okay, ich bin gerade echt ein bisschen hier am Schwitzen, Leute. Muss ich wirklich sagen, wir werden jetzt hier zappen und werden dann im Endeffekt gleich durch Zappen seinen Tower wegholen. Es ist noobig, aber was macht er denn gerade? Er macht auch Noob-Taktik, er macht die ganze Zeit Giftzauber. Er will mich mit Giftzauber besiegen und wenn er noobig spielt, dann verlieren wir jetzt sogar noch. Doch nicht. Okay, Zap-Zauber ist da und wir gewinnen den Angriff ganz knapp hier in der Königspokal-Herausforderung. Krasse Sache. Boah. Und da heißt die Königspokal raus von Königsdings. Die heißt Königspokal. Ich bin gerade verwirrt. Genau, Königspokal. Da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben den nächsten Sieg hingelegt und damit beende ich jetzt die Folge. 2 Siege, 1 Niederlage. Und man muss sagen, die Niederlage war schon ziemlich bitter. Ich werde auf jeden Fall nach dem Video hier noch weiter zocken. Die macht echt Bock. Also Königspokal-Herausforderung. Daumen hoch an Supercell. Macht Spaß. Bockt richtig. Und ist nice und wir bekommen ja auch eine Belohnung noch dafür. Sehr geile Sache und ihr werdet auf jeden Fall im nächsten Video von mir erfahren, wie weit ich gekommen bin. Und ja, ich habe gerade echt richtig Bock darauf. Daumen nach oben, mach's gut, Servus und ciao.